Ich hab's gerade bei Alte 4 gibt's in dem kleinen privaten Stream gesehen und hab gedacht, ach komm. Installierst das mal, vielleicht spielen die noch, wenn es runtergeladen ist. Aber die waren so drin und haben jetzt auch keinen Bock mehr. Ergo habe ich es mir jetzt mal runtergeladen und ja, die anderen sind jetzt leider nicht mal online. Jetzt muss ich mal gucken. Es ist tatsächlich ein Spiel namens Civil Warfare Another Bullet in the War. quasi, ich glaube, heute erschienen. Ich gucke gerade nochmal. Mal sehen, wie viele von Tim rüberschwappen. Ja, ihr könntet es euch denken, dass ich jetzt doch nochmal irgendwie es einfach mal anschmeiße, bevor ich es irgendwie vielleicht zurückgebe. Veröffentlichung 23. Januar. Also es ist heute rausgekommen. Also noch heute, ist ja kurz vor 12. Und es ist ein ganz furchtbarer Rip-Off von Pupke. Und ich hatte ja groß angekündigt, dass ich auch mal was anderes als Pupke hier spielen will und vielleicht mal so ein paar andere Battle Royale-Spielchen zeigen möchte. Jetzt haben wir aber das, glaube ich, das größte Problem. A, die Uhrzeit und B, hier ein Spiel zu haben, was kein Mensch spielt. Aber ich starte mal und oh Gott, der Lüfter dreht ja schon voll auf. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist das ganze Ding irgendwie auf Unity ausgerichtet. Und ich habe jetzt einfach mal erstmal Team Deathmatch gestartet, weil ich glaube, das sind kürzere Runden und ich. Ja, ich habe mir einen etwas anderen Charakter genommen und Waiting for other players alive one. Okay, das lustige Problem hatte ich eben nämlich auch schon. Ich habe es mal ausprobiert. Ob das dann alles so halbwegs funktioniert. So, und das ist jetzt quasi die Lobby. Und wenn das gleich nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, dann werde ich vielleicht noch ein anderes Spiel anschmeißen. Und ihr werdet live sehen, wie ich das zurückgebe. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie gleich noch eine Runde zustande kommt. Also ich habe eben gerade mit einem Gegner quasi eine Runde gespielt. Aber den habe ich dann nicht gefunden. Auch wenn die Karte deutlich kleiner ist als die von PlayerUnknown's, aber oh Gott. Ja, ihr seht schon, es ist sehr goofy alles. Es fühlt sich auch nicht, also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber beim Laufen fühlt sich es auf jeden Fall nicht gut an. Das Ulkige ist, ich kann jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob ich irgendwie eine andere Taste für Menü oder so. Frage zum Game, First Person, also ich gehe ganz stark davon aus, dass das noch nicht gibt. Es gibt Iron Sights, das habe ich ausprobiert. So, das ist die Karte, auf der gespielt wird. Ihr seht auch schon, sie ist ein bisschen kleiner, da bin ich. Man kann hier übrigens auch coole Dings setzen, was irgendwie auch ganz ulkig ist. Keine Ahnung, aber jetzt hier taufen wir hier auf der Karte irgendwo auf und bewegen uns hier auch auf der Karte, aber das ist definitiv nicht hier auf der Karte. Also irgendwie ganz lustig Moin Sirius. Ganz ulkig. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Unity. Und ja, wie gesagt, heute rausgekommen. Gucken wir gerade einfach nochmal die Shop-Seite an, solange da nichts passiert. Ein komisches Geräusch. Wow, okay, es ist tatsächlich ein zweiter Spieler hier drin und allein das Geräusch ist für den Arsch, ey. So, springen wir einfach mal raus. Man kann nicht wirklich beschleunigen und irgendwie ist es mit die Maussteuerung. Also ich kann hier auch nicht wirklich. Man kann irgendwie kaum den Flugweg. Ich soll bestimmt realistischer sein als mit beim anderen. Und er macht wenigstens hier kurz vor Ende auf. Schon mal gut. Und irgendwie ergibt das Flugzeug auch jetzt schon keinen Sinn, weil man gefühlt irgendwie jeden Punkt auf der Karte erreichen kann. Und dann nutzen wir doch die Chance einfach mal und Hecke und ist das goofy. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt keine große Action gibt. 10 Minuten sind die Runden. Mal gucken, ob ich den anderen dann vielleicht gleich finde.
So achtfach Zoom. Und ihr seht schon, also es erinnert total an Player Unknown. Battlegrounds. So Puppke. Was haben wir hier? Kevlar zum Beispiel. Kann ich mir auch anziehen. Übrigens keine optische Änderung. Auch noch alles andere. Das steuert sich einfach nicht gut. Es steuert sich einfach nicht gut. Und hier ist nochmal ein Achtfach-Zoom und. Es sind übrigens mittlere Einstellungen von der Grafik her. Bei mir läuft es gerade. Wenigstens so, als würde es laufen. So, Energy Drink ist natürlich auch komisch, komisch. Red Bull-Verschnitt. Ja, die Hose ist echt strange. Mal sehen, im Menü können wir uns gleich nochmal das Menü angucken. Also ich meine, für die gerade bei Tim irgendwie dabei waren, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht viel mehr sehen als das, weil ich meine, dieses Spiel, das ist so ein krasser Rip-Off einfach nur. Ich habe das eben auch schon gehabt, dass ich quasi hier beim Rüberspringen einfach festgehalten hangen bin und das Spiel ist einfach technisch, es ist. Ach, das ist gar nicht die Munition für das Schrotgewehr. Guck mal einer an. Was ist das? Wer kommt eigentlich auf die Idee? Also ganz ehrlich. Und man kann auch nicht so viel Krams mitnehmen, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, gibt es hier Rucksäcke oder so? Es gibt Drohnen. Das ist tatsächlich was Neues. Probier ich gleich mal aus. Gibt es hier gar keine Rucksäcke? Ich kann jetzt hier auch gar nicht alles mitnehmen. Kann ich das denn? Ah, so kann ich das wieder abschmeißen. Gibt es hier irgendwie? Ich habe das Gefühl, in jedem Raum liegt der gleiche Scheiß. Wo war ein Rucksack? Shotgun-Ammo. Ey. Na, hier ist. Das ist ja ein Kevlar, das ist ja quasi Körperpanzerung und First Aid Kit. Und auch hier liegt halt immer der gleiche Kram. Ich weiß nicht, also ist bestimmt noch in der Early. Bestimmt noch im Early Access. Ich habe mir die Beschreibung jetzt gar nicht so genau durchgelesen. Das Auto kann man bestimmt nicht fahren. Nee. Ich habe auch gerade im Stream gesehen, sind die da mit dem Auto rumgefahren? So genau habe ich jetzt nicht zugeguckt. Ich war damit beschäftigt, das Spiel zu installieren. Unter der Treppe? Okay. Dann schaue ich nochmal eben. Hier gab es mehrere. Ach, da. Unter der Treppe. Meinst du die Treppe? Eine Granate. War das im anderen Haus. Na, ist ja auch egal. Ich will auf jeden Fall die Drohne mal ausprobieren. Oh Mann. Die hält ja mal echt lange. Aber so könnte ich den anderen Knecht versuchen zu finden, wenn er nicht gerade irgendwo in einem Haus rumwuselt. Also die Idee mit Drohne finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, die Black Ops 3 Beta, also wobei, weiß jetzt nicht, was du hast. Ich meine, also einen billigeren Rip-Off kann man ja eigentlich, also, oder einen klareren vor allen Dingen. Das Flacker, 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 ach Gott. Ach, der Jansen ist ja auch wieder da. Moin, moin. Ah, kriege ich irgendwie Kopfschmerzen davor. Übrigens, für alle, die sich interessieren, ich habe tatsächlich auf Tippi-Stream umgestellt. Es war alles noch nicht so hübsch, aber. Und es gibt jetzt gerade, deswegen fehlt die Chat-Einblendung. Ich lese alles, aber ja.
Es fehlt noch die der Chat, der funktioniert gerade irgendwie bei Tippi nicht, über YouTube. Da muss ich mir noch was überlegen. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, der rosa Wagen. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, der rosa Wagen ist sehr, sehr, sehr. Vielleicht, wenn ich mit dem Auto rumfahre, vielleicht finde ich den anderen dann ja. F. Was ist das denn? Oh Gott. Alter, was? Ja. Was war das denn jetzt? Oh nein. Ich kann ihn gerade hinschießen. Und wieso hat sie jetzt die Waffe weggepackt? Und hält die Hände noch so. Oh Mann. Manche Spiele wollen es einem aber auch nicht leicht machen. Oh, das Geräusch hört auch auf, bevor es Schießen vorbei ist. Interessant. Boom. Ah. Wurde ich gerade beschossen? Tatsache, da oben. Alter. Hör mal auf. Gibt's hier sogar noch Action? Also die Soundeffekte sind wirklich mega. Na, wo ist er hin? Ich frage mich immer, ob die Leute sowas echt ernst meinen. Ah, habe ich ihn da hinten nicht gerade gesehen? Ich meine, wo hat er denn hingeschossen? Scheiße, ist das grausam. Oh Mann. Hallo? Kann man hier auch irgendwie noch was machen? Haut der mich jetzt? Mein Fazit zum Spiel, ich habe es jetzt gerade angefangen, also. Aber ihr könnt das doch sehen. Also ganz ehrlich. Ich meine, was mir gerade auffällt, ich seh das gerade hier, nur so von wegen Rip-Off für PlayerUnknown und so. Das hier ist mein PUBG-Layout, was ich so ein bisschen an die Elemente aus PUBG angepasst habe. Und ihr seht, dass mein Bild über der Karte quasi, ne, also dieser, die Webcam, passt fast 1:1 auf die Karte. Das heißt also, die haben hier. Ja, alte 4 ist tatsächlich an der Stelle der beste Gag. Aber ihr habt das gerade gesehen, die Karte passt einfach fucking nochmal auf die. Also passt das, mein Layout passt hier 1:1 und wir, ja, schämen, wer Böses denkt an der Stelle, dass das irgendwo gerippt sein könnte oder irgendwie sowas. Never ever. So. So, gucken wir mal kurz ins Menü. Also Charakterdesign kann man hier übrigens noch relativ viel ändern. Wo ihr euch jetzt die Hose schon so lustig fand. Gibt halt hier noch Basic-Kram und bei alle vier Games habt ihr auch gerade ja das hier schon gesehen. Steampunk sieht auch irgendwie krank aus. Wasteland. Komm, machen wir mal mit Wasteland weiter. So, Rewards gibt es hier dann auch noch. Stats. Ich habe es komischerweise auf Englisch gerade stehen. Die anderen hatten Spaß auf
Deutsch. Ah, hier kann man es auf tatsächlich auf Deutsch stellen. Die Einstellung, Statistiken, totaler Mord, totaler Tod, ja, es ist totaler Schuss. Ah. Ja, ich habe es gerade auf Deutsch gestellt, danke. Ah, die Einstellung. Ach du Scheiße, das war jetzt aber laut. Hui, danke Janssen für. Ei, 20 €, dank dir. So nett und großzügig und. Das Spiel war gar nicht so teuer, hat nur 6 € gekostet. Ah, warum ist denn der Sound so laut? Alter Verwalter, ich hoffe, euch sind nicht die Ohren rausgeflogen gerade, wie mir. Dann ist wahrscheinlich das Spiel dann doch ein bisschen belohnt. Dann habe ich die Soundeinstellung hier vielleicht auch ein bisschen zu leise. Dann passt. Ah, okay. Ja, der Stream eben war so leise, deswegen. Das Spiel kostet tatsächlich Geld. Ja, es soll sogar noch mehr kosten. Es ist jetzt nur gerade im Angebot. Wir gucken uns das gleich auch nochmal an. Ich gehe mal nicht auf. Ach, scheiße, jetzt habe ich es gedrückt, oder? Nein! Oh, ich habe es gedrückt. Ah. Es fehlt noch dieses Abbrechen-Menü. Tja. Also, Free-to-Play sollte sowas sein. Warten auf. Nein. Am Leben 4 Spieler. Wow, da sind sie. Ui, hallo, guten Tag. Kann man ja auch sprechen? Naja, Wall Street gibt es wahrscheinlich noch nicht. Ey, die sehen ja auch noch gleich aus. Was ist das denn? Außer die Frisur. Oh Mann, ich habe doch eigentlich gerade meine Klamotten genannt. Nein, wir haben eine Battle Royale Runde. Wir haben eine Battle Royale Runde. Das ist doch schön. Ach Gott. Die Sounds sind so unfassbar. Die sind so unfassbar mies. Und da sind sie rausgesprungen. Ui. Ich, und man kann es nicht steuern. Tim streamt, glaube ich, gerade selber noch, oder? Oh, Alter, ey. Wäre irgendwie cool, wenn man einfach so Putsch auf den Boden aufschlagen könnte. Kann man die anderen noch sehen? Nee, gerade nicht. Ah, jetzt kriegen wir tatsächlich hier noch eine richtige Battle Royale Runde. Zwar nur mit 3 Gegnern, aber. Gott, ist das goofy von der Steuerung. Ey, das ist ja unfassbar. Ah, da sagt noch jemand, PUBG wäre irgendwie Schrott. Da sieht man dann mal, wenn wenigstens Leute. Naja, vielleicht nicht vollkommen, aber ein bisschen wenigstens wissen, was sie da tun. Ein bisschen. Tim streamt auch auf YouTube, aber es ist so, wie immer bei ihm. Ja, Helm habe ich jetzt auf, auch wenn es ein anderer war, als den ich jetzt aufgesetzt habe. Ist auf privat gestellt. Über Twitter findet man sonst den Link. Tür? Ach, da liegt was im Weg. Okay, man kann nicht über das Zeug rüberlaufen. Auch krass. Sven. Ist das mies? Es ist einfach nur mies. Ich sehe schon, ich habe gleich ein bisschen über 2 Stunden gespielt und kann es nicht mehr zurückgeben. Ist das Kacke? Ich habe noch keine Waffe gefunden. An
Ansonsten ist bestimmt jemand aus dem Chat so frei und schickt dir den Link gerade mal zum Stream. Eine AWW. Ohne Munition. Nice. Und eine Shotgun ohne Munition. Nice. Windel auf die Assoziation bin ich noch gar nicht gekommen. Shotgun-Ammo. Siehst du mal. Ja, ich bin ja eigentlich am Überlegen, auch solche Sachen dann mit Kute zu spielen. Also auch dann auch mit uns als richtigen PUBG-Team. Alter, ist. Okay, die Munition ist für keine der beiden Waffen gedacht. Alles. Ah, ja, ist natürlich 7 mm Munition. Ah. Der Silencer, den kriege ich da jetzt nicht ran, oder what? Mann, leck mich doch. So, dann kann ich hier die anderen jagen gehen hier. Das jetzt auch nicht schrumpft. Naja, okay. Da bin ich. Also die müssen sowieso in meine Richtung. Das ist übrigens eine Funktion. Oh Gott, sieht das. Sieht die Kugel grausam aus. Das ist übrigens eine Funktion, die ich ganz cool finde, dass man hier nicht nur einen Wegpunkt setzt, sondern hier auch sozusagen so eine Linie dahin hat. Ich zoome mal gerade auf die Bäume. War das gerade gewünscht? Hallo? Bin ich gerade rausgeklippt? Egal. Hallo? Cool, ich kann die linke Maustaste nicht mehr verwenden. Ah, doch, jetzt geht's wieder. Komisch. Was sah daran komisch aus? Ich schrumpf jetzt. Aber ich bin doch noch in der Zone drin. Ich kann gar nicht schrumpfen. Burst und nicht Burst kann man auch nicht ändern, ne? Ne. Oh, ich hätte jetzt am liebsten den Chat eingeblendet, aber das geht jetzt gerade leider nicht. Das ist die Krux des Wechsels auf Tippi. Der passt da nicht ran. I für Drohne. Hier noch mehr Muni. Nee. Eh noch keine Waffe. Oh, jetzt kann ich nichts wegpacken. Warum nicht? Ich habe das Spiel schon wieder kaputt gemacht. Okay. Warum auch mal kann ich die Waffe nicht wegpacken, aber ich habe hier, glaube ich, Munition, die in die Arve passt, oder? Ja. Ist das grausam? Das Auto sieht so aus, als könnte man es fahren, oder? Dass er lenkt. Ist das übel? Kann ich da auch irgendwie die Position? Tatsächlich. Nein. Alter. Leute. Und Toyota, ja. Dieses Fahrgeräusch. Oh, okay.
Die wissen aber, dass relativ wenig Leute spielen. Jetzt zieht sich die Zone demnächst schon wieder noch krasser zusammen. Oh. Jetzt ist der Sound aus. Das ist so eine Scheiße. Gott, und jetzt ist der Sprit alle. Und ich bin irgendwo in dem Schrumpfbereich. Oh Gott. Ich habe ja alleine mit dem Spiel auch noch Spaß. Oh Gott, ich bin so weit weg. Nee, doch nicht. Oh Gott. Ich glaube, ich muss danach gleich echt noch eine Runde PlayerUnknown's spielen. So als Ausgleich. Oh, guck mal. Habe ich sie jetzt getroffen? Yay. Alter, was ist das denn für ein Schrumpfung? Wie oft, Alter, was? Natürlich. Der andere jetzt gerade tot umgefallen oder hat er sich einfach nur hingelegt? Hä? Hauptmenü. Oh, es gibt einen Hauptmenü-Button. Den hatte ich vorher noch nicht. Oh Mann. Oh Mann, ey. Aber warum haben die denn zusammengespielt? Ich glaube, die werden zusammen in einen Sings gespielt. In ein Team geworfen oder so. Ich muss mal ganz dringend aufpassen. Wie viele Minuten waren das jetzt? Ah, ein bisschen habe ich noch. Ein bisschen habe ich noch. Aber jetzt ist hier zum Beispiel wieder keiner. So, 39 Minuten zeigt er mir hier an. Also alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. Ja. Hui. Warten auf Spiele. Nee, ich starte nochmal neu, weil ich meine, anders scheint das ja gerade an der Stelle nicht zu gehen. Nein, ich wollte meinen Charakter eigentlich gar nicht. Doch, ich wollte eigentlich den die Wasteland-Klamotten anziehen. Das hat ja eben nicht funktioniert. So, vielleicht funktioniert es jetzt. Back, jetzt hat sie sie an. Ich glaube, man kann nicht machen, dass es aufhört, außer ich höre jetzt hier mit dem Spiel auf. Aber das, eine Runde will ich noch. Mal gucken, ob noch eine Runde. Jetzt habe ich hier schon wieder Battle Royale gewählt. Ich wollte eigentlich gerade Team Deathmatch, weil das eine kürzere Runde ist. Aber ansonsten ist es ja dann ein Battle Royale-Klon und. Okay. Komisches Outfit nach wie vor. Eben ging das, wenn ich C gehalten habe, dass sie sich hingelegt hat. Jetzt sie ist es nicht komisch. Ah, oh Gott. Ist das krass. Es ist einfach nur krass. Was ist denn das? Hä? Aber wie war das denn bei Steam mit der Qualitätskontrolle? Also ich meine, wir hatten ja la lange Zeit so diesen ganzen Scam-Scheiß bei ja, Greenlight, ne? So hieß es, wo wirklich Quatsch dabei war.
Das Spiel hat eine große. Sch oh, ist hier gerade tatsächlich noch einer dazu. Guck mal hier, drei Leute. Die Runde will noch was. Ich weiß nicht, wie sie jetzt das bei Greenlight inzwischen geändert haben mit den. Mit den Qualitätskontrollen. Da wollte Steam sich ja auf jeden Fall verbessern. Ist das nicht der Honk, den ich eben gerade schon in der anderen Runde hatte? Oder tragen die alle die gleichen Klamotten? Bin gerade am Überlegen, ob das jetzt irgendwie. Ich gucke mal gerade mal auf die Shop-Seite, während das hier. Da passiert ja jetzt gerade leider eh nicht viel, außer dass das mich sehr stark an Down to One erinnert. Da muss ich mal gucken, ob es das Spiel noch. Weißt du, wisst ihr was? Wenn das nicht so groß ist, das lade ich, glaube ich, gleich einfach nochmal runter. Also die Reviews sind erstmal ausgeglichen. Der Entwickler heißt übrigens Mental Zone Digital Game Studios. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Doch, es ist ein Early Access Spiel, natürlich. Und dieser Sound von diesem fucking Flugzeug, ey. Es ist einfach unfassbar. Was läuft einfach? Warum? Warum? Soll das eine Raketenbasis sein oder was ist das hier eigentlich? Ne, ist ein Spielplatz. Und ein kleiner. Da hat jemand einfach auch mal den Asset-Store genommen und einfach mal alles zusammengewürfelt, was er zum Thema. Ja. Immerhin propagieren sie Mülltrennung. Leute, ich gehe, glaube ich, kaputt. Mann, ist das scheiße. Ohne Munition. Also, ja, ich soll da auch Shotgun auswählen. Schwimmen kann man doch bestimmt auch. Ja. Der instante Übergang und zack. Achso, da ist er aufgestanden, aber. Das ist so schlimm. Das ist einfach schlimm. Ja, die ganzen Killer gab es ja eigentlich schon vor Pupke. Also wie gesagt, ich erinnere nur an Down to One, was ich damals ja mit Tim ja auch versucht habe zu spielen. Also das war ja technisch, da ist das ja technisch hier ein Meisterwerk gegen. Also. Oh, guck mal. Ich habe einen Rucksack gefunden. Ich kann endlich mehr Zeug mitnehmen. Ui, voll gut. Ein Red Dot. So, Droni. Die lassen wir gleich nochmal fliegen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich die Munition auch in die. Natürlich, Gott. Jetzt finde ich auf einmal hier Rucksäcke en masse. Ich musste mir das antun. Es tut mir leid. Ich gehe davon aus, dass es mit Unity gemacht ist. Ich weiß es selber aber so gar nicht. Moment. Ach doch. Das ändern. Guck mal, da liegt ein Silencer. Kann ich den jetzt nicht ranpacken? Warum kann ich den jetzt nicht ranpacken? Das ist doch. Weil ich nicht genug Platz im Inventar habe, kann ich das. Was?
Oh, ist tatsächlich ein Soundunterschied. Ich bin der Beste. Warum auch immer, die anderen. Oh, komm. Jetzt, ich wollte doch noch für ihn töten. Wow, ich habe ein Spiel gewonnen. Es ist. Es tut mir in der Seele eigentlich nicht weh, ehrlich gesagt. Mal gucken, ob man hier noch was findet. Oh, danke, Aristo. Entschuldigung, jetzt muss ich wieder den Namen richtig aussprechen. Moment, Aristus. Aristocratification? Danke, danke für die kleine Spende. Oh. Ach, Rick Potty ist jetzt auch rübergekommen. Ja, ich hätte ja mitgespielt, aber ich glaube, Tim hat mich nicht rechtzeitig gesehen, gehört, ist aber ja auch nicht schlimm. Aber ich habe es meinen Leuten hier versprochen, dass wir nicht nur Pappke unterrotzen, sondern auch mal was anderes Schönes Battle Royaliges. Und ich meine, das ist doch optimal, oder nicht? Ja, ich werde bestimmt professioneller Spieler. Also ich versuche jetzt noch eine Runde tatsächlich zustande zu bekommen. Alt F4. Nein, YouTube. Ich muss nicht jetzt, werde ich. Bin schon erwachsen. Moment, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ach, guck mal an. So, komm, jetzt versuchen wir. Eine Runde versuchen wir nochmal. Ja, der Herr YouTube hat sich gemeldet. Müsst ihr nicht eigentlich gerade E-Mails bekommen haben? Egal. Wieso bin ich denn hier schon wieder rausgedüngst? Ah, scheiße, jetzt kommt hier kein. Ja. Oh Gott. Es sieht nicht so aus, als würde sich hier noch jemand bereit erklären, nochmal eine Runde zu finden. Weil ich meine, die würden ja alle eh jetzt hier in. Wahrscheinlich auf den gleichen Server kommen. Ich meine, so eine große Masse ist es jetzt nicht, die hier irgendwie anstürmt aufs Spiel. Was versuche ich? Ich versuche nochmal Battle Royale oder Todeskampf? Deathmatch, Todeskampf. Ich versuche nochmal einmal beide Varianten und wenn da jetzt nichts ist, dann ist auch gut so. Dann lassen wir das an der Stelle mal. Eine Aufzeichnung von der ganzen Chose, falls ihr nicht alles mitbekommen haben solltet, findet ihr auf dem Zweitkanal. Link ist auch in der Stream-Beschreibung unten. Ist gerade aufgefallen, dass mein Alert gar nicht der euren Text gezeigt hat. Jansen hatte bei seiner Spende übrigens, das Spiel sieht wunderbar aus. Ich brauche ein Bier. gepostet, ja. Ebenso. Und Aristocratification. Oh Gott, ich und Aussprache von englischen Begriffen. Dafür, dass du für uns leidest. Ja, bitte, danke. Ach, Gottes Willen. Ja, hier passiert schon wieder nichts. Das heißt, also gehen wir einmal raus und ich versuche jetzt noch einmal den Battle Royale Modus. Ansonsten
Schauen wir uns gleich einfach nochmal zusammen, wie es sein soll, an. So als kleinen Vergleich. Quasi auf Steam. Dann haben wir mal. Ich hätte man eigentlich vorher machen müssen und dann quasi die Realität im Nachklang. Und dann machen wir live nochmal den Refund und eine kleine Runde. Ui, und Rob G ist neuer Abonnent. Willkommen. Biodynamics Kopfhörer haben wir im Studio bzw. im Büro. Oh, hier ist auf jeden Fall noch einer. Aber jetzt dafür. Oh Gott, was ist denn hier kaputt? Ach, weil er gleich direkt reingesprungen ist. Okay, wir haben nochmal eine Runde so zum Ausklang. Ui. Und es ist wirklich schlimmster Scheiß. Und es gibt aber Nebel. Also ich meine, den gibt es inzwischen bei Pupke nicht mehr. Da ist auch ein Auto zum Fahren, aber erstmal. Ist der Sound immer noch so laut? Scheiße. Ich muss, glaube ich, dann an den Einstellungen noch was ändern. Wie gesagt, so Tippy Stream gewechselt. Ein Backpack und ein Militärhelm. Was übrigens einfach scheiße aussieht. Ach Leute. Ach Leute. Ach Leute. Oh. Why? Why? Ich meine, wir können Leute der Meinung sein, sowas auf die Menschheit loszulassen. Ja klar, es ist Geld, also ich kann man echt davon ausgehen, dass es eigentlich darum geht, mal ein bisschen was abzugreifen vom Hype. So wie jeder irgendwie gerade ja irgendwie das Gefühl. Okay, das Ironside für die Knarre sieht mal echt bescheuert aus, aber scheinbar reagiert das 3D-Model da drauf. Ah, Red Dot hatten wir ja auch schon. Hier gibt es gar keine Treppe, ne? Kleines Haus. So. Ich finde das auch sehr lustig, dass hier die Waffen teilweise nicht mit der richtigen Munition dazu rumliegen, sondern dass das wild durcheinander ist. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Waffen, einfach mal Muni mit. Ich habe übrigens das Gefühl, dass die Rucksäcke gar nicht viel. Nochmal eine Drohne. Dass die Rucksäcke gar nicht was bringen, was so die Kapazität angeht. Also irgendwie verstehe ich das alles noch nicht. Aber erstmal einfach alles mitnehmen. Geht. Habe ich so viel Muni für die? Und warum habe ich vor allen Dingen Schaden? Wo habe ich denn Schaden bekommen? Wovon kriege ich. Was will das Spiel von mir? Wieso habe ich Schaden gehabt? Diese Animation, wie sie anlegt. das ist das Scharfschützengewehr hier, also quasi die AWM bzw. AWP-Style-Krams hat das 8mm, keine Ahnung. Gibt es das überhaupt? Ich meine, da Jansen, kennst du dich ja tatsächlich in echt aus. Klingt jetzt für mich auch nicht so, als würde es sowas tatsächlich geben. Und achtfach Zoom, yay. Eine Drohne. Hätte ich nicht sogar eine, jetzt habe ich sogar zwei. Jetzt habe ich zwei Drohnen, oh Gott, oh Gott. Ja,
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Tim noch streamt. Hat er mir gerade irgendwie auf Discord geantwortet, was ein Indiz dafür sein kann, dass er nicht mehr streamt. Schrumpfunk! Gut, dass ich sehe, wie die Schrumpfung vonstatten geht. Bestimmt dem Nebel geschuldet. Also wie gesagt, nach der Runde ist dann auch vorbei. Mann. Gut, die Map ist klein, deswegen kann man wahrscheinlich eh nicht viel mit dem Auto fahren. Aber ich meine, das hält ja echt gar nicht. Nochmal hier ein bisschen durch den Bauernhof. Ups. Hier dann auch mal alles auf den Haufen liegt. Oh nein. Jetzt ist der schon wieder runtergegangen. Jetzt habe ich schon wieder gewonnen. Und aber nix. Nix gemacht. Aber ich bin der Beste. Sagt jedenfalls Civil Warfare, another bullet in the wall. Scheiße, jetzt habe ich den Namen sogar verstanden. Vergessen. Ja, GG. Und ich habe hier tatsächlich noch keine Erfahrungspunkte, aber der Balken steigt irgendwie komischerweise an. Ja, ich habe jetzt tatsächlich über eine Stunde in diesem Spiel verbracht. Das muss man sich mal vorstellen. Moment. Das seht ihr ja gerade gar nicht. So. 68 Minuten, oh Gott, wer gibt mir diese Lebenszeit wieder? Wer gibt mir diese Lebenszeit wieder? Gute Nacht übrigens, Panda Pounch. Schön, dass du geguckt hast. Wir sind wie gesagt jetzt hier auch durch, aber wir schauen uns jetzt einfach nochmal zusammen im Fix einmal die Shop-Seite an. Civil Warfare, another bullet in the war. So, nicht war. Und das könnte natürlich auch eine Anspielung sein, another bullet in the war. Also noch eins von diesen Sachen. Aha, Wikipedia sagt, dass die Munition tatsächlich passt. Aber so, wir sehen hier schon mal. Ich meine, selbst wenn der Trailer eigentlich schon scheiße aussieht. Warum lief das rückwärts? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, Leute. So, jetzt, oh, jetzt bin ich gar nicht mit der Drohne mehr geflogen. Ich meine, das ist tatsächlich irgendwie ein ganz cooles Feature. Und so voll war das bei mir noch nie. Das hat nie so richtig geklappt. Aber es wird auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, muss man an der Stelle auch sagen. Aber es ist auf jeden Fall im Early Access. Wie gesagt, es ist heute rausgekommen. Naja, ich glaube, inzwischen besitzt dieser Herr das nicht mehr. Der hat sogar. Oh, er hat sogar. Nö. Achievement bekommen. Enthält 10 Steam-Errungenschaften. Ach, nö. Über das Spiel ist das jetzt irgendwie Fight for. Ja. Ist jetzt. Wie gesagt, das ist alles nicht so sonderlich dramatisch, aber es ist hier mit 10 € veranschlagt, kostet aktuell. Ja, 6 € und wir gucken uns auch jetzt einfach mal spaßeshalber nochmal die Reviews dazu an. Bad Optimizen, Soggy Controls, bla bla, Bad Character Animation, no Chat, no Sound. Die meinen das auch noch ernst. Game should be free. Ja, da haben sie natürlich recht und ich meine, es gibt sogar Leute, die just start playing, the optimization is good and just saw the two person create a game in 6 months. Ich meine, wenn du halt. Ich. Keine Ahnung, ob die Assets. Wenn es Unity ist, kann man sich natürlich vorstellen, dass vielleicht die Assets teilweise auch wieder aus dem Store irgendwie gekauft sind oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt kein Spieleentwickler, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das in 6 Monaten nicht.
krasseste Scheiß ist, so ein Spiel zu, also auf dem Stand. Also schwer zu sagen, ich will da jetzt auch niemanden irgendwie vors Schienbein treten, aber ganz ehrlich, nee. Also dafür sollte man an dem Zustand auf jeden Fall kein Geld verlangen. Sagen wir es mal so. Da bleibe ich dabei, was ich bei Down to One, was ich jetzt auch gerade auch nochmal eben einmal gucken muss. Oh shit. Down to One, ob das ist ja bestimmt noch drinne. Down to One 2.0 Discord-Server. Ach, jetzt kriege ich eine Notification. 8 Stunden habe ich Down to One gespielt, alter Verwalter. Gibt es da irgendwie was Neues? Sieht immer noch kacke aus. Gott. Das sieht sehr nach. Ich werde sicherlich jetzt im Battle Royale Hype nochmal installieren, aber ich gehe mal davon aus. Schauen wir doch mal. Es wird 3 GB. Naja, egal. Also das ist auf jeden Fall erstmal unser erster Versuch, mal was anderes als Pupke zu spielen. Es ist einfach. Ja, ihr habt es gesehen. An dieser Stelle hören wir dann auch mit. Wie heißt es? Jetzt habe ich Down to One gerade. Civil Warfare, another bullet in the war. So. Mann, sperriger Titel. Tja, wer hätte das gedacht? Ein Dubstep-Trailer. Und lädt tatsächlich sehr schnell. Ich muss mal eben einmal ganz kurz auf den Starter wechseln. Moment. Refund Steam. Rückerstattung. Wo kann man denn? Muss ich mich mit dem Browser einloggen hier oder was? Shit. Wie war das denn nochmal? Mann. Refund konnte ich, ging nicht, ging das so, ging nicht so einfach, ne? Irgendwie übers. Der Dreck war 6 Euro, um mal Genie Brunette zu zitieren. Aber soll mal. Kann man das denn noch? Wie kann man das denn noch? Ich kann es jetzt im Browser, aber konnte man das nicht bei Steam direkt auch? Ich habe so selten Spiele tatsächlich umgetauscht. Ah, shit. Naja, gut. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Ich werde es jetzt erstmal refunden und parallel läuft gerade Down to One runter und tja. Ihr wisst, was das heißt.